Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, es geht weiter mit der Zechenkarte. Ich starte wie immer mal den Map Composer. Gebe hier meinen Arbeitsspeicher ein und schon bin ich startklar. So, was muss ich jetzt machen? Wo bin ich stehen geblieben? Bis jetzt ist ja nicht allzu viel passiert. Ich habe ja im Endeffekt nur die einzelnen Schächte dargestellt. Ja, und jetzt geht es darum, ich möchte ganz gerne auch die Stollen darstellen lassen. So, wie gehe ich da am besten vor? Am besten kriege ich erstmal ein Icon. Nee, ich würde sagen, ich schaue mir erstmal nochmal die Ersetzungen an, weil hier die Besonderheit, Manmade gleich Mine schafft, wird ausgetauscht gegen Manmade gleich Mine. Und irgendwie ist das ja alles jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt. Ich schaue mir das in der Renderregel nochmal an. So, was habe ich erstellt? Manmade Mine gleich Bergwerk. Manmade Mine gleich Bergwerk. Und das ist ja schon mal falsch, weil die Mine... Nein, die Mine ist richtig. So, Manmade gleich Edit. Genau. Das ändern wir erstmal in 16. Und jetzt sage ich ihm, hierfür möchte ich ein anderes Icon haben. Dann gehe ich hier wieder auf die drei Punkte, sag ihm, das soll der Stollen werden. Er soll auch Stollen heißen. Und ich brauche das Symbol. Die Symbole habe ich ja schon im ersten Teil des Videos hinzugefügt. Jetzt muss ich selber mal eben mal schauen, wo die sind. Genau, Bergwerk Stollen 1 und 2 habe ich. Ich glaube, das war Stollen 2. Ja, Stollen 2. Dieses Symbol möchte ich haben. Sag ihn speichern. Und schon habe ich Manmade Edit, also Stollen übersetzt, ist ein Stollen. Und eine Mine, beziehungsweise Mine schafft, ist dieses Zechensymbol. So, ich habe bei Wikipedia nochmal nachgeschaut. Das können wir eben zusammen machen. Wir geben mal ein OSM. Wiki. Man kann auch mal nachschauen, wenn man es auf Deutsch gestellt hat, was Manmade eigentlich so alles macht. Das kann ich jetzt schon sagen, das ist ein unheimlich großer Tag, der ziemlich viel abdeckt. Ist schon wieder auf Englisch. Gut, machen wir mal wieder auf Deutsch. So, Manmade gleich Mine Schacht. Hier steht es zum Beispiel, ein unbenutzter Schacht steht hier sogar. Okay, mittlerweile sind alle Schächte im Ruhrgebiet unbenutzt. Insofern passt das schon. Hier haben wir als erstes hätten wir den Edit, einen Stollen, der horizontal oder fast horizontal Zugang zu einer Mine. Also genau, wie es hier schon beschrieben ist, was horizontal in den Berg hineingeht, das ist ein Stollen. So, was haben wir hier noch, was für uns interessant ist? Ich scroll mal hier eben so ein bisschen durch. Hier, Mine schafft ist der Schacht, der dann quasi vertikal in den Berg oder in den Boden hineingeht. So, das ist von uns interessant. Haben wir noch etwas Interessantes? Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Also das sind die offiziellen beiden Tags, die es gibt. Oh, was ist das denn hier? Das ist aus Landtruppe 1, ne? Warte mal, da muss ich mal eben nachschauen. Landtruppe 1. Ja, sofort erkannt. Auch nicht schlecht. So am Rande mal. Gut, das wär's. Also gibt es nur die offiziellen beiden Tags. Mine, was habe ich gesagt? Ja, Mine schafft und Edit als Stollen. Die beiden haben wir offiziell nur zur Auswahl. Das heißt, in den offiziellen Quellen ist Mine gar nicht hinterlegt. Das könnte ich natürlich auch hergehen und sagen, den Tag brauche ich gar nicht. Das wäre jetzt eine Besonderheit. Es gibt noch ein Historic-Tagging. Mine schafft. Irgendetwas mit Mine soll er dann auch als Mine machen. Ne, das ändere ich mal eben um. Wenn ein Tag mit Historic Mine erscheint oder Mine schafft, dann soll das austauschen. Nicht in Mine, weil den habe ich ja jetzt über, sondern in Mine schafft. Mine schafft. Gut, wäre das richtig? Genau. Speichern.
Und den nutze ich und sage ihn einfach historische Stollen anzeigen. Weil es gibt auch ganz vereinzelt, das habe ich schon gesehen in der Datenbank von OSM, gibt es auch Tagging als Punkte, die heißen Historic gleich Edit. So, und wenn dieses Tagging ist, soll das auch tauschen in Manmade gleich Edit. Weil sonst wird das nämlich der Map Composer einfach überspringen und einfach sagen, okay, dieses Tagging habe ich jetzt hier nicht in meiner Liste, kann ich nichts mit anfangen, verarbeite ich nicht. Und so sage ich ihm, pass auf, wenn Historic gleich Edit ist im Datensatz von OSM, dann tausch das um in Manmade gleich Edit, weil das gibt es in der Ersetzungsregel als Stollen. Aber das gleiche wäre ja hier. Hier wurde vom Hersteller entspricht genommen. Der Unterschied zwischen entspricht und gleich wäre eigentlich, dass das sagt, so wie ich es verstanden habe, sagt das so viel aus wie ist enthalten. Also wenn irgendwie Mine enthalten ist oder Mine Schaft enthalten ist, dann wird dieser Austausch gestartet. Ich lasse das mal so. Ich hätte jetzt ein gleich genommen, aber okay. Es scheint ja auch so zu funktionieren. So, damit hätte ich damit eigentlich dann klar abgegrenzt. Mine, warum sagt er mir, Mine ist ein Stollen? Weil das Kartenobjekt als Stollen ist. Ist das richtig? Aber das gibt es ja eigentlich ja gar nicht. Es gibt da keine Mine. Oder ich sage ihn einfach mal, nimm dann einen anderen Stollen, damit ich es einfach besser erkenne. Ich mache jetzt mal Stollen 2. Ne, es wäre ja eigentlich ja Stollen 1. Und sag ihm, in dem Fall nimm bitte Stollen 1. Stollen 1, das wäre das Symbol. Warum hat das. Ne, er packt es immer unter Stollen. Warum ist jetzt hier kein Stollen 1 drin? Doch, hat er genommen. Stollen 1. Also, was ich mir einfach nur sagen will. Dieses Tagging gibt es ja laut OSM gar nicht. Falls doch, nimmt er einfach dieses andere Stollensymbol, damit ich es einfach nur auf der Karte erkenne. Ich gehe mal davon aus, dass ich Stollen 1, also das Symbol, gar nicht auf der Karte sehen werde, weil das ja hier die offiziellen Tags sind. Ups, das ist uninteressant, das meine ich natürlich. Ja, das soll es auch erstmal jetzt gewesen sein, um einfach zu differenzieren zwischen Schacht und Stollen. Ich mache einfach mal wieder einen Start bzw. einen Lauf. Sag ihm nochmal zwischenspeichern. Region blende ich nochmal kurz ein. Genau, ich will das Kleingebiet. Ne, Kleingebiet reicht in dem Fall nicht, weil die ganzen Stollen ja südlich vom Ruhrgebiet sind. Ich nehme jetzt mal die ganze Map. Genau, hier muss ich auch die ganze Map aktivieren. Soll man das hier nicht größer machen? Nee, es geht nicht. So, achte darauf, dass jetzt in dem Fall immer steht. Also sobald ich was an den Symbolen ändere, muss der Map Composer immer einen kompletten neuen Start machen. Planetpfeilen kann ich jetzt auf Aus machen, weil die hat er schon geholt, die habe ich ordentlich gelöscht. Höhenlinien will ich nicht. Ja, ich würde sagen, ich starte den Lauf. Logdatei natürlich wieder einblenden. Das dauert ungefähr 10 Minuten und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. Sehe ich gerade, Ersetzungsregeln könnte man... Ah ja, historische Stollen anzeigen, setzen Tage ohne passende Renderregel. Genau, deswegen ist das hier mal ganz interessant, wenn man hier drauf guckt. Ich denke mal, ich habe einen Haken vergessen. Ja, ich habe hier einen Haken vergessen. Gut, muss ich den Vorrang abbrechen? Ich mache das immer ganz radikal, schließe hier und öffne ihn einfach nochmal von vorne. Gib mal wieder meine 64 ein. So, mach wieder mein Startbild. Sag ihm Renderregel und irgendwo habe ich jetzt hier einen Haken vergessen. Hier seht ihr, hier fehlt ein Haken. Warum hat er jetzt hier Stollen 1 gemacht? Also irgendwas ist jetzt hier schief gelaufen. Und wie ihr seht, ist jetzt hier ein Fehler drin. Ich wollte hier zwei unterschiedliche Stollensymbole haben.
Genau, dazu muss ich in die Objekte nochmal hinein und schauen wir meine Objekte nochmal an. Zeche hat ein Zechensymbol. Und was haben wir noch? Stollen 1 hat Stollen 1 Symbol. Und ich brauche natürlich noch Stollen 2. Das habe ich noch gar nicht kreiert. Ich nehme mal hier irgendeinen freien Tag, zum Beispiel, was ich definitiv nicht brauche, ist diesen roten Punkt. Und sage ihm, du heißt Stollen 2. Stollen 2. Wähle Stollen 2 aus. Ich mache das hier mal eben ein bisschen größer. Das war irgendwas mit WM. Bergwerk Stollen 2. So, hier haben wir es. So, jetzt habe ich ein Objekt kreiert mit dem Namen Stollen 2 und dem passenden Symbol Stollen 2. Jetzt habe ich hier dementsprechend einen Unterschied und jetzt kann ich das auch in der Renderregel auswählen. Also müsste jetzt hier Stollen 1 und hier müsste Stollen 2 sein. Jetzt erscheint es auch hoffentlich, ja, hier ist es, in den Kartenobjekten. Also man muss wirklich über die Kartenobjekte gehen und nicht über die Renderregel, dann funktioniert das nämlich nicht. Und jetzt habe ich auch beide Symbole getrennt, plus das Zeichensymbol. Ich sage ihn nochmal zwischenspeichern, ich schließe ihn nochmal, um auf ganz Nummer sicher zu gehen. Starte den Map Composer, gebe wieder meinen Arbeitsspeicher ein, platziere mir die Fenster so, wie ich es gerne haben möchte. Sag ihm nochmal Renderregel, scroll nach unten und sehe da, die Unterscheidung zwischen Stollen 1 und Stollen 2 ist da. Genau, aktivieren, das war der eigentliche Grund, warum ich hier nochmal rein wollte, ist natürlich ganz wichtig. Das, was man sehen will, muss natürlich auch aktiviert sein, sonst funktioniert das nicht. Ich schaue nochmal bei den Objekten. Aber bei den Objekten immer auf aktiv lassen, weil wenn hier etwas deaktiviert wird, kann es passieren, dass Map Composer abstürzt. Gut, ich würde sagen, ich starte nochmal einen Lauf, optimiere nochmal die Ersetzungen. Hier zum Beispiel gefährliche Wege markieren, das mache ich auch weg. Es wäre jetzt hier. Speichern. Schwierige Wege weg. Speichern. Kleine Insel abwerten. Hier ganz oben ist es ja. Kleine Insel abwerten, machen wir auch weg. So, alle habe ich jetzt nicht erwischt. Mache ich dann vielleicht beim nächsten Mal. Ja, ich würde sagen, wir lassen Map Composer weiter durchlaufen. Bis gleich. So, 9 Minuten. Map Composer ist fertig. Für die große Map ist das schon ganz in Ordnung. Ich drücke hier wieder Clear. Das Fenster kann ich auch schließen. Öffne den Dateibrowser meiner Wahl und suche in dem Pfad Map Composer Garmin die neu erstellte Gmap-Subdatei. Das wäre wieder die Zechen-Map. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile Version, wie soll man das nennen? Version, ach keine Ahnung, 55. Steht natürlich nicht, aber da ich jetzt so viele Versionen hier habe, ich kopiere das wieder hier hinein und räume hier erstmal wieder auf. Die ganzen alten Versionen packe ich mal weg. Genau, ich packe die mal alle weg. So, zack. Hier sind noch ein paar PNG-Dateien, die haben hier eigentlich auch nichts drin zu suchen. Schmeißen wir die mal da rein, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. So, ich öffne wieder QMap-Check. Mach meine 55er-Version. Aktiviere die. Das andere deaktiviere ich. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich zoome heraus und sehe Stollen. Stollen und Zechen. Und hier unten tatsächlich gibt es ein Tagging, ganz hier unten, alte Zeche. Also es gibt das Tagging scheinbar doch. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ich habe eigentlich gedacht, es wird nichts angezeigt. Aber mir ging es jetzt darum, was soll das Ganze bewirken? Hier sind die einzelnen Schächte, die, und hier im Raum Witten bzw. Sauerland sind einige, ja, an der Ruhr entlang, Dahlhausen, das weiß ich zum Beispiel, da sind einige Erbstollen. Können wir eben abchecken. Hier ist der Chemnader Stausee. Und hier sind eigentlich da. Ich sehe gerade diese Erbstollen. Ne? Da sind noch ein paar Fehler. Im Endeffekt, wenn man Pech hat, muss man die jetzt einzeln nachbearbeiten. Aber das ist kein Problem. Aber das sind zum Beispiel auch zwei Erbstollen, das weiß ich, die kenne ich. Hier, das könnte Förderschacht. Ne, das könnte passen. Das ist auch ein Erbstollen. Okay,
Wir können der Sache ja mal auf den Grund gehen, warum wird es nicht richtig angezeigt? Vielleicht ist es auch falsch getaggt in den OSM-Datenbank. So, wo ist Bochum? Da ist Bochum. Da ist der Chemnader See. Da hier sehe ich schon, Zechensymbol, Erbstollen. Genau, hier wollte ich hin. Ich gehe auf Karte bearbeiten und schaue mir den Erbstollen mal an, wie er genau getaggt ist. Hier Erbstollen, klicke ihn an und sehe Mineschacht. Ja, das ist natürlich eigentlich falsch, ne? Mineschacht ist natürlich richtig. Das kann ich jetzt nur über den Namen ändern, Ersetzungsregeln und Namen. Ich gehe nochmal bei Wikipedia rein und schaue nochmal nach. Man-made, komme wieder auf den gleichen Verweis und hier ist eindeutig, muss hier ein Edit rein, ne? Und einen Stollen, das ändern wir mal sofort. Warum soll hier ein falsches Tagging rein? Das ist doch Edit, ne? So, dann sage ich ihm Speichern. Ich schreibe einfach mal rein, Stollen in Edit geändert. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn natürlich solche Fehler schon in der Datenbank sind, kann man natürlich korrigieren oder man macht das über die Ersetzungen. Und da ist es natürlich komplett falsch. Also ein Stollen hat Edit, definitiv. So. Jetzt gehen wir hier nochmal weiter entlang an der Ruhe. Da, Erbstollen. Er sagt schon der Name. Also, ich glaube, der war ja richtig. Ne? Ich gucke nochmal nach, wie der getaggt ist. Ne, das könnte passen. Wo ist er denn? Ne, Erbstollen, auch wieder falsch. Machen wir auch. Edit hin. Siehst du, da wird also voll das richtige Symbol angezeigt. Stollen Edit geändert, kann bleiben. Ach hier, ja ich mag diese Ansicht hier nicht. Damit kann ich nicht viel anfangen. Dann nehmen wir auch in Edit. Speichern. In Edit geändert. Aber irgendeiner wurde doch richtig angezeigt. Jetzt möchte ich mal gucken, was da hinterlegt ist. Genau, den kenne ich auch. Das ist definitiv ein Erbstollen. Den könnte ich mir gleich mal anschauen. Ja, die sind hier alle falsch. Der nächste wäre richtig. Matthias. Sankt Matthias, oder so ähnlich. Gucken wir mal, was OSM sagt. Hier, sehe ich schon am Symbol. Das hier oben, der Quatsch, interessiert mich nicht. Da, hier ist es definitiv richtig. Guck mal, oh, hier ist sogar noch ein Jahr hinterlegt. Cool. So, ich habe bei den OSM-Datenbanken so ein bisschen aufgeräumt, also von den Stollen, die ich definitiv kenne, die ich schon live vor Ort auch gesehen habe, gerade direkt an der Ruhr, kenne ich sie eigentlich fast alle, behaupte ich einfach mal. Die habe ich jetzt geändert, soweit, bis das Ganze aktiv wird in den Datenbanken, das wird, ja, ich denke mal, so einen Tag dauern. Für Demonstrationszwecken arbeite ich jetzt mit dem Datensatz, den ich habe, jetzt erstmal weiter. Aber es geht ja auch nur darum, wie kann man das Ganze jetzt bildlich darstellen und unterscheiden. Das ist mir in dem Sinne ja geglückt. Gut, das jetzt nur so am Rande. Jetzt bin ich so ein bisschen abgewichen vom eigentlichen Thema. Aber es ist einfach nur mal ein Zeichen, wie man so mit den Daten auch umgehen kann. Wie man an Informationen kommt und so weiter. Ja, und wenn man eine vernünftige Karte haben will, gerade jetzt was so ein kleines Gebiet betrifft, ich meine, für ganz Deutschland kann man sowas nicht machen oder wäre der Aufwand zu riesig, aber für so Großraum-Ruhrgebiet würde ich mir das so als kleine Hobbyaufgabe doch machen, weil habe ich ja schon gemacht. Ich habe schon etliche Zechen jetzt hier bearbeitet, die einfach, ja, falsch getaggt wurden. Und ja, so geht man vor. Ja, das soll es auch im ersten Teil gewesen sein. Wir haben jetzt hier einen Unterschied. Ach, hier sehe ich gerade, hier ist noch ein falsches Symbol. Das werde ich auch nochmal ändern. Wir haben jetzt unterschieden zwischen Schacht und Stollen. Das soll es hier auch gewesen sein. Ich bedanke mich und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!